Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen von Quelle TV. Ich freue mich, heute Rademarsch begrüßen zu können. Er ist immer wieder bei uns zu Vorträgen und auch Heilsessions. Rade Maric ist ein Heiler und Parapsychologe. Und ja, herzlich willkommen, Rade. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo zusammen. Du bist ja jetzt schon über 20 Jahre als Heiler tätig. Ja. Und wie hast du bemerkt, dass du heilen kannst? Gab es da einen Zeitpunkt, wo du das gemerkt hast? Ja, gemerkt so direkt. Ich komme ja aus einem Kulturkreis, wo die Spiritualität, sage ich mal, ein Bestandteil des Alltages ist. Und somit geht man da ganz offen damit um und man lebt einfach mit Spiritualität. Manch einer würde das sogar als Aberglaube bezeichnen, bestimmte Kulturkreise, aber bei uns war das ja nicht so. Und so hat man sich da, mehr oder weniger ist man da ganz einfach groß geworden in diesem Milieu, sage ich mal. Mhm. Genau. Ja. Und gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, jetzt irgendwie, ja, gibt es da eine Gabe in mir, die ruft? Das Schlüsselerlebnis war ja so, dass ich habe mich eigentlich am Anfang, als ich nach Deutschland kam, auch geweigert, das zu praktizieren oder überhaupt damit viel zu tun zu haben. Weil es damals auch nicht so angebracht war. Das waren die 80er Jahre. Da war ja Fußball, Musik oder was auch immer, war das interessanter, cooler, wenn man so sagen möchte und so weiter. Ne? So, aber durch bestimmte Erlebnisse oder Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, hat mich das mehr oder weniger wieder beinahe, würde ich sagen, gezwungen, sich wieder damit zu beschäftigen. Also mit dem Glauben und natürlich auch mit der Spiritualität. Ich habe auch ein kleines Buch geschrieben. Ich möchte keine Werbung jetzt machen fürs Buch, aber da habe ich das so ein bisschen detaillierter beschrieben, was da alles vorgefallen ist. Sind ja Todesfälle in der Familie passiert, auch Menschen, die mir ganz nahe standen, die mir ganz wichtig waren. Und das hat mich dann dazu bewegt, sich diese Thematik oder diesem Talent, wie auch immer, sich mehr zu widmen und auch letztendlich das zu leben und zu praktizieren. Aber war dein Weg dann eigentlich so, dass du erstmal dich selber geheilt hast oder dich selber heilt? Ja gut, der Weg ist ja immer, wenn jemand ein Problem hat, ein emotionales, gesundheitliches, wie auch immer, keiner von uns geht erstmal gleich zum Arzt. Sondern was macht er? Versucht ja selbst. Das ist so, das ist bei uns Menschen, bei allen so. Genau, und jeder, der eine kennt sich, keine Ahnung, mit Pflanzen aus, was macht er? Der kocht sich einen Tee oder Ähnliches. Ne? Der Nächste macht Yoga vielleicht oder etwas, ne? In der Richtung. Bei mir war das dann so, weil ich ja aus diesem Kulturkreis komme, wo das dann Spiritualität schon ganz anders praktiziert wird, ob das jetzt Handauflegen ist, ob das jetzt Rituale sind, ob das jetzt auch Besuche im Kloster oder Kirchen sind. Es geht in diese Richtung. Da habe ich natürlich das auch so damals auch gemacht. Das Erste, was ich da gemacht habe, war ich dann im Kloster. Ja. Immer wieder mal für längere Zeit, 4 Wochen, 6 Wochen und so weiter. Und die Methode, wie ich ja arbeite oder die ist ja nicht so entfernt vom christlichen Glauben, sage ich mal. So, du warst ja auch heute bei der Session dabei, hast es ein bisschen erlebt. Und somit, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So habe ich da auch auf diese Art und Weise versucht, mir selbst zu helfen. Und dann natürlich das weiterzumachen. Vieles davon war mir schon bekannt von der Großmutter und von dem familiären Background, den ich ja da hatte. Und also ich habe es jetzt auch erlebt. Ist dein Hauptzugang dann eigentlich das Gebet? Gebet ist für mich noch ein Hilfsmittel, die Energie zu intensivieren. Wir können ja von sich aus natürlich, wenn man ein Talent hat, kann man die Energie leiten, konzentrieren, weiterleiten, lenken, wie auch immer. Aber wir sind nun mal Menschen und Menschen können gut stark sein, weniger stark sein, mental, wie auch immer. Aber für eine Heilenergie, sage ich mal,
da sollte man sich schon zum Schöpfer wenden, melden, beten, damit er das nochmal unterstützt und nochmal eine weitere, größere Intensität noch mit reinbringt. Mhm. Beten ist ja sowieso für mich ja eine Sache, die seit ich mich kenne, zu meinem Alltag gehört. Mhm. Wir waren, weil meine Großeltern sind ja verstorben, eine sehr, sehr christliche Familie, sehr christlich. Also der Großvater hat ja in der Kirche gedient und so weiter. Und so war es für mich. Beten ist ja etwas, was völlig ganz normal und selbstverständlich ist. Man hat ja sogar zu allem, was man gemacht hat, hat man gebetet. Vor dem Essen, nach dem Essen. Wenn man aufs Feld rausgegangen ist, weil es ja Bauernhof war, hat man vorher gebetet, also permanent. Mhm. Und somit ist es natürlich auch hier bei meiner Arbeit mit ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Also ist so ein Teil das Gebet und das andere einfach deine innere Anbindung an deine Quelle oder an die Quelle. Richtig. Das Besondere bei der Sache ist, wie ich arbeite, ist einfach diese Intensität. Das hat man auch heute hier erlebt, dass die Leute in Tränen ausbrechen, dass sie einfach sehr emotional reagieren oder sogar, dass sie sich dass sie spucken müssen. Das heißt, diese ganze angesammelte ungute Energie oder Emotionen, die nicht verarbeitet sind, haben sie sich ja schon materialisiert. Deswegen reagieren die auch so heftig. Aus dem Grund auch das Gebet und das Ganze. Das heißt, die Intensität der Heilkraft muss extrem sein, dass es dem Klienten oder Hilfesuchenden wie im Kleinkind rausgerissen wird. Weil wir Menschen halten alles gern fest. Wir halten gern fest auch das, was uns nicht gut tut. Wir sind einfach von Hause aus, sage ich mal, schon ein bisschen bequem. Und da dann die Intensität rein, damit man das rausnimmt. Ja, die Intensität ist dann sehr, sehr wichtig. Und was tust du, um deine Intensität zu steigern? Also das Beten natürlich ein Teil? Oder gibt es da irgendwie auch eine Praxis für dich selber, wo du sagst, okay, ich tue da noch was dazu? Das ist ein Teil von mir. Da brauche ich nicht viel tun. Okay, das ist wie wenn man... Jeder von uns kann sehen, hören, oder meiste von uns können sehen und hören und oder riechen. Wenn man jemanden fragen würde, was machst du, damit du riechst? Hm. Ja, nichts. Ich atme einfach mal durch die Nase durch und dann schmecke ich das. Oder wir hören ja, ob wir das wollen oder nicht. Manches können wir ausblenden, ignorieren, wenn wir was hören, aber wir hören es trotzdem. Und so ist es bei mir mit meiner Arbeit. Das heißt, es läuft von alleine. Okay. Da brauche ich nicht viel tun. Das ist ein autonomes System geworden, was mit meinen mentalen Kräften verbunden ist. Also etwas Besonderes zu tun, muss ich da gar nicht. Und da hast du ein relativ breites Spektrum an Krankheiten, denen du begegnest, von Depressionen bis MS, Krebs, alles Mögliche. Wie spürst du, was jetzt ansteht? Also ist das so automatisch, intuitiv? Wie passiert das? Anstehen, die Energie macht ja keinen Unterschied, ob das Depression ist oder MS oder Krebs oder was auch immer das ist. Oder eine tiefe Traurigkeit von mir aus. Mhm. Für die Energie ist, die erkennt einfach, dass eine Information im Körper ist, die dem Menschen nicht gut tut, sage ich mal so. So, und gleich versucht sie, diese Information aufzulösen. So, und umso intensiver, wieder bei Intensität, das ist, desto mehr kann man schwerwiegende Störungen oder Blockaden oder jetzt in dem Fall, ich möchte es nicht Krankheit nennen, aber kann man lösen. Egal, welche Diagnose das ist, also egal, wie man diese Information, also Krankheit, nennt, das spielt keine Rolle. Nur die Intensität macht es aus. Wir haben heute auch hier einen Fall gehabt mit diesem Klienten mit MS, der im Rollstuhl saß. Mhm. Genau. Hat man ja gesehen, wie heftig der reagiert hat. Mhm. Normalerweise im normalen Leben kann er sich nicht so bewegen. Mhm. Und jetzt konnte er. In 2 Stunden hat er sich ordentlich hier bewegt. Das heißt, die Energie, die Intensität hat ihn zur Bewegung gebracht. So, und wenn man das jetzt ein paar Mal wiederholen würde, dann bleibt es auch so. Mhm. Je nachdem muss man gucken, wenn es eine progressive Erkrankung ist, muss man ein paar Mal wiederholen. Ne? Es muss sich ja einiges in einem Bewusstsein dann auch ändern. Die
Information, die diese Krankheit verursacht hat, muss gelöscht werden. Oder man arbeitet daran, dass sie gelöscht ist. So. Dann bleibt es auch so. Es ist ja keine Zauberei, das Ganze, muss man vielleicht mal sagen. Das ist schon eine Arbeit. Man muss dranbleiben, man sollte dranbleiben und immer wieder mal, dann wird es. Wobei sich manchmal sieht es aus wie fast wie Zauberei. Ne? Einfach mit der Energie zu heilen, also Heilstrom, der eine nennt es Heilstrom, der nächste nennt es Bioenergie, der vierte sagt Heilkraft. Also das ist eine energetische Arbeit. Die ist ja nur so gepolt, sage ich mal, dass sie Blockaden löst und den Körper quasi den Impuls gibt zur Selbstheilung. Ein Reset. Der Körper erinnert sich wieder an seine ursprüngliche richtige Impulse und reagiert wieder. So, die Leber aktiviert sich wieder und fängt an wieder zu arbeiten. Der Stoffwechsel aktiviert sich dadurch, das Immunsystem und so weiter und so fort. So. So wie ich die Energie praktiziere, ist so wie der ist, mal war, bevor der erkrankt wurde oder krank geworden ist, wird wieder quasi nochmal in den normalen Zustand wiedergebracht. Also in seinen Urzustand davor. Also ist dann im Prinzip Heilung für dich, das wieder zurücksetzen in den Urzustand. So, also so. Ja, so, genau. Nur, dass der Mensch im Laufe des Lebens sich halt verfremdet hat, vielleicht auch genetisch oder was auch immer, irgendwas hat halt sein System so durcheinander gebracht, dass er dann erkrankt ist oder durch posttraumatische Erlebnisse oder durch was auch immer. So, und die verändern einen. Wenn einer ein bisschen sensibel ist vom Typus her und hat bestimmte Erlebnisse hinter sich, das macht seinen Körper schon krank. Nicht nur die Psyche, sondern irgendwann mal somatiert der Körper und dann geht es auf die körperliche Ebene. Die meisten Krankheiten sind eigentlich, natürlich, wenn man genau hinschaut, das ist schon psychosomatisch bedingt. Die meisten, nicht alle, natürlich nicht alle. Und wenn du jetzt so bei einer Heilung bist, was ist dann eigentlich so deine Hauptaufgabe? Wie siehst du das als, was ist deine Aufgabe als Heiler in dem Moment? Ja, immer wieder diese Energie zu intensivieren. Das ist jedes Mal so ein bisschen vergleichen, wie wenn man jedes Mal das Licht einschaltet. Immer das Licht einschalten. Bei dem einen brauchst du so viel Volt, bei dem nächsten brauchst du mehr Volt. Also stärker, je nachdem, was es was da für eine Störung oder Krankheit oder was auch immer ist. Das ist meine Aufgabe. Natürlich ist es auch wichtig, manchmal mit den Klienten zu reden, ist klar. Weil manch einer hat sich ja da auch ein bisschen, sage ich mal, auch verloren und weiß nicht auch aus und so weiter. Also ein bisschen Coaching, ein bisschen Beratung ist auch wichtig, aber das heilt nicht. Das ist ja nur ein bisschen die Richtung geben. Ne? Also eher die Richtung ins andere Strukturelle dann. Ja, genau. Wenn manch einer ist so lange krank oder so lange leidet an bestimmten Störungen, dass selbst wenn es weg ist, er selber nicht mehr weiß, wie gehe ich jetzt weiter vor. Dann hilft man da ein bisschen mit Gesprächen. Ich arbeite auch mit Psychologen zusammen. Da ist sogar ein ganz guter Psychologe, Thomas Weiß. Der praktiziert auch bei Bedarf auch in meiner Praxis. Okay. Auf Termin natürlich. Man ruft dann, macht einen Termin, dann macht er das dort. Oder auch, manchmal macht er sogar auch Hausbesuche. Okay. Das muss man aber individuell wirklich alles besprechen. Und wie funktioniert so insgesamt? Du arbeitest ja auch viel mit allgemeinen Medizinern auch zusammen. Auch, ja. Wie funktioniert das so? Also, wie muss man sich das vorstellen? Diese Zusammenarbeit ist eine offene Kooperation. Das heißt, ich arbeite nicht bei den Ärzten in der Praxis, sondern wenn ich merke, der Klient, der Patient, wie auch immer, es ist wichtig, dass da hier auch medizinisch unterstützt wird oder mitbehandelt wird, dann empfehle ich bestimmte Ärzte, mit denen ich ja zusammenarbeite. Ich habe in Wien einen ganz bekannter Onkologe, Wolfgang Köstler vielleicht mal zu erwähnen, Professor, wo die offene Kooperation ganz gut funktioniert. Balingen ist nochmal ein Arzt, wo ich die Leute auch gerne hinschicke. Also wenn es um Krebserkrankungen, Onkologie geht. Wie gesagt, der Psychologe ist auch da. Es ist auch oft so, dass die Klienten auch Medikamenten
Patienten sind, und da ist es dann am besten, nicht am besten, so soll es auch sein, dann diese Kooperation mit der Schulmedizin, auch die Patienten auch dorthin zu schicken, damit man das auch medizinisch klärt. Okay. Und du machst ja nicht nur Heilungen vor Ort, wie jetzt hier, sondern auch Fernheilungen. Gibt es da einen Unterschied oder ist das im Prinzip dasselbe? Wie muss das jetzt aussehen? Vom Prinzip her ist es dasselbe. Okay. Aber es ist ja immer angenehmer für beide, auch für den Klienten, wenn man direkt an der Person arbeitet. Mhm. Wir Menschen sind nun mal so, wir haben auch einen Körper, nicht nur einen Geist und nicht nur die Psyche. Und wenn wir berührt werden, ist es immer ein bisschen anders. Mhm. Wir haben es auch hier heute erlebt. Sobald man jemanden berührt und geweht und ein bisschen mehr Energie rein, dann kommt es gleich zu einer heftigeren Reaktion, ne? Prozess. Ne? Und wenn man das aus der Ferne macht, natürlich reagiert auch, aber ich habe das Gefühl, dass es schon ein bisschen diese Berührung fehlt einfach. Das ist für uns Menschen einfach das Menschliche. Ja, wichtig. Ja, und jetzt natürlich praktizierst du Heilungen. Jetzt, wenn man jetzt Klient ist und möchte Heilung unterstützen, was kann man da selber vielleicht auch machen? Na gut, das ist ja immer so eine beliebte Frage, was kann ich selber tun? Bestimmte Sachen, in bestimmten Fällen, was kann man selber machen? Prinzipiell immer das, was der Körper verlangt oder welche Impulse er sendet. Das heißt, wenn einer merkt, ich arbeite zu viel, als Beispiel, dann soll er vielleicht mal ein bisschen weniger arbeiten. Oder er hat das Verlangen nach, sich mehr in der Natur zu bewegen. Dann soll er das auch tun. Unser Körper signalisiert uns immer, was ihm gut tut. Wir sind aber ein bisschen abgestumpft und hören da gar nicht drauf. Wir denken immer, vielleicht braucht er was anderes, was gerade mal in ist. Vielleicht sollte ich meditieren oder ich weiß es nicht, was auch immer. Ist bestimmt gute Sache, aber ob dein Körper das jetzt momentan braucht oder einfach mal nur einen Spaziergang durch den Wald, hör in dich rein. So, und dadurch eigentlich, das ist eigentlich eher die Frage, wie werden wir krank? Indem wir einfach diese Impulse ignorieren. So, Monat, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, zwei Jahre, zehn Jahre, wenn ich immer diese Impulse ignoriere, dann werde ich krank. Der Körper hat mir schon längst vorher signalisiert, was ich tun soll, damit die Krankheit gar nicht entsteht. Aber wir ignorieren sie alle. Das ist, ich merke das auch bei mir in der Praxis oft, wenn man den Klienten fragt, seit wann haben Sie das? Wann haben Sie das erste Mal gespürt, dass das nicht in Ordnung ist oder die ersten Symptome? Also zu 90% hört man 10, 20 Jahre oder so. Okay. Also selten, dass einer herkommt und sagt, naja, ich habe das eigentlich seit letztem Jahr oder so, sondern viel länger. Das heißt, man hat so lange gewartet, den Körper die Information oder das Verlangen ignoriert, bis dann die Krankheit auch dann ausgebrochen ist. Und dann etwas selber tun, zu spät. Das ist meistens sehr spät. So, das heißt, man braucht extern Intensität wieder an dieser Heilkraft, wenn man so damit arbeitet, damit der Körper wieder mal auf gut Deutsch fremdgestartet wird, wie jetzt ein Auto, damit dann alles wieder in Bewegung kommt. Auch Ernährung umstellen vielleicht. Ist auch eine ganz gute Sache. Aber ich merke oft, wenn der Mensch sich jahrzehntelang falsch ernährt hat, ja, da bringt es auch nicht jetzt, wenn er jetzt auf einmal seine Ernährung umstellt und dann nach drei Monaten möchte er, dass er wieder mal gesund ist. Du bist ja Ernährungsberater, du kennst dich noch besser aus als ich. Das braucht auch viel mehr Zeit, wenn die Leber so weit ruiniert ist, auf gut Deutsch, blockiert ist, Fettleber und was auch immer. Das ist ein Prozess, der oft schon länger, also Zeit braucht, definitiv. Ja, klar. Genau. Du bist ja sehr christlich unterwegs. Ja. Und gleichzeitig ist Karma und Wiedergeburt eigentlich gar keine Frage für dich. Ja. Wie passt das zusammen? Diese Frage kriege ich oft gestellt, aber die christliche Religion hat ja einiges verändert. Mein Verständnis von Christentum schließt aber Karma nicht aus oder Wiedergeburt. Steht ja oft auch in der Bibel. Es wurde aber in unserem Glauben so reduziert, dass nur Jesus wiedergeboren werden wird. Andere nicht.
Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so richtig ist. Mein Gefühl, und so durch die Arbeit, ist definitiv so, das Karma. Wir haben ein Leben davor gehabt, nicht nur eins, sondern mehrere. Weil so viel Informationen mit sich zu bringen und so entwickelt zu sein, das ist ja nur möglich, wenn man etwas öfter gemacht hat, öfter da gewesen ist. Ja, das heißt, die Seele hat ja hier einiges gelernt. Gut oder schlecht, was auch immer, aber sie bringt ja extrem viel Erfahrung mit sich. Gute wie schlechte. Das ist ja nicht mal wichtig jetzt. So, aber deswegen, ich habe da auch ein paar Bücher gelesen, da steht es auch drin, das hat man ja eigentlich wie in einem Parlament beschlossen, gesagt, okay, Christentum wird nicht mehr verboten sein, war ja mal verboten, das war ja ursprünglich nur eine Sekte, im 4. Jahrhundert, glaube ich, war das ja durch den Konstantin, den römischen Herrscher, oder? Nee, Feldherr war der, ist Christentum anerkannt als Religion. Weil er ja da ein Kreuz gesehen hat und in den Kampf gezogen ist und hat da gesiegt. Und seitdem hat man gesagt, okay, Christentum ist eine Religion, aber wir müssen ein bisschen was da ändern. Weil nicht, dass jedes Jahr einer herkommt und sagt, ich bin Johannes der Täufer oder was auch immer. Und dann haben wir als System ein Problem damit. Und das ist wirklich wie im Parlament, im Bundestag, wo auch immer, dass man dann sagt, okay, wir stimmen zu, dass es eine Religion wird, anerkannte Religion, aber diese Sachen müssen einfach raus. Okay. Und so hat man Karma, Karma-Thema rausgenommen. Und somit, es hat nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun, sondern mit der Institution Kirche. Also ich möchte es nicht jetzt schlecht reden oder sowas, gar nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch in der Kirche noch Strömungen gibt. Gibt's. Die jetzt so die Mystiker, wo vielleicht auch diese Gebiete dann auch noch mit enthalten, oder? Ja. Ich bin ja oft in der Kirche, auch im Kloster. Und wenn man sich mit dem einen oder anderen Mönch unterhält, natürlich im Privaten, dann verneinen die das auch nicht unbedingt. Okay. So, aber die Institution hat ja ihre Regeln, Dogma und hält sich daran. Jetzt noch was. Bezeichnest du dich ja selber als Heiler und Parapsychologe? Ach, ich bezeichne mich nicht. Sondern, auf deiner Webseite. Ja gut, irgendwo muss ich ja was schreiben, genau. So nennt sich das in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, nennt man sowas Heiler. Aber ich könnte auch, das Zutreffende wäre vielleicht zu schreiben, Gottesdiener oder irgendwie sowas. Aber das wäre dann auch irgendwie ein bisschen zu fromm oder irgendwie hätte auch wieder einen Touch von was anderem. Aber prinzipiell ist das aber. Ja, okay. Weil gerade das Parapsychologe oder Heiler kann man sich vielleicht leichter was vorstellen. Mhm. Aber was bedeutet das Parapsychologe für dich? Welche Aspekte sind das? Das sind diese Themen wie jetzt harte Besetzungen lösen. Mhm. Okay. Das ist ja, heilen ist ja, ich habe diese Internetseite ist eigentlich und die ganze Thematik ist eigentlich eher der Sprache angepasst. In der deutschen Sprache ist es so, Heiler ist eher jemand, der ja bestimmte Störungen, Blockaden, Krankheiten, wenn man so sagen möchte, zum Besseren bewegt im Prozesse, ohne zu sagen, jetzt heilen. Weil wir heilen ja nicht, wir unterstützen das Ganze und bringen den Menschen Selbstheilung. Es wäre der Heiler. Aber oft ist es ja oft so, dass die Menschen Probleme haben und kein Mensch kann das erklären, also kein Mediziner kann das erklären, was das ist. So, eigentlich keine Diagnose, aber er klagt Beispiel über Angstzustände, über dies, jenes. Aber es gibt ja keinen Grund dafür. So, und das ist dann eher diese spirituelle Ecke, das sind diese Besetzungen nennt man das ja gern. Ne? Wo der Mensch einfach mal von bestimmten energetischen Wesen besetzt ist. Ne? So, und das hatten wir auch hier heute jetzt erlebt und gestern ja auch, wenn die Menschen so heftig schreien und solche Geräusche von sich geben, die manchmal hören sie sich auch sehr animalisch an, fast gar nicht so menschlich. Ne? Wo einfach mal diese Besetzungen sich da, Energiewesen, auflösen. Und da, das ist dieser parapsychologische Teil. Ich mache das ja so lange. Heutzutage nennt man das vielleicht mal anders, aber ich habe damals so angefangen und wollte es auch nicht ändern, sondern einfach, okay, das war so von Anfang an, dann lasse ich es auch so.
Also ein Kunde jetzt bei... Manch einer nennt das, würde das heute vielleicht Schamane nennen oder sowas, ja. Aber wenn so vom Vorgehen, ist das für dich dasselbe, ja, ob jetzt jemand krank oder besetzt ist? Ja. Die Energie ist dieselbe. Ja, wie vorher gesagt, also die Intensität, die Energie unterscheidet. Die Energie ist alles, was ungut in dem Menschen ist, auf so, körperlich wie psychisch oder geistig, emotional. Das treibt sie aus dem Menschen raus. Wenn hier ein Fehlprogramm entstanden ist, dass eine Krankheit entstanden ist dadurch, dann löst die Energie das auf. Wenn aber eine energetische Besetzung da ist, dann löst sie das auch auf. Es ist wirklich nur wichtig, die Intensität. Nur der Starkstrom, der macht's. Der treibt's raus. Der treibt's raus, ja. Prinzipiell ist das ja ziemlich einfach, die ganze Geschichte. Okay. Ja. Ja, cool. Jetzt habe ich mitbekommen, auch jetzt heute hast du das mal erwähnt, dass du ja natürlich neben dem, was du jetzt hier tust, dich auch mit anderen Themen beschäftigst, Astrologie, Handlesen. Ah, ja. Ist das so mehr Hobby oder ist das wirklich was Ergänzendes zu deinem? Nein, gut, das sind so Überbleibsel aus meiner Jugend, sage ich mal. Weil ja, ich habe mich früher sehr mit Astrologie, ich würde fast sagen, das ist meine erste Liebe, was das angeht. Chiromantie oder Handlesen. Ich habe mich eigentlich für alles interessiert, was mit dem Menschen, mit der menschlichen Psyche, mit dem menschlichen Wesen zu tun hat. Warum, wieso, was ist. Deswegen auch die Sternenkonstellation, warum haben sie einen Einfluss. Das ist aber eigentlich in einem, auch selbst in ländlichen Gegenden, auch in Deutschland ist es so, die Menschen schauen in den Himmel und sagen, morgen wird das Wetter so oder so. Warum auch immer. Dann haben wir die drei Eisheilige heißt es, genau. Wenn die so werden, dann wird der Sommer so. Das ist doch auch irgendwann, das hat doch was mit Astrologie zu tun, für mich. Ja. Dann die drei Könige, da sind wir schon die Astrologie ganz nah beim Christentum oder ja, beim Glauben. Die haben Sterne gesehen und wussten, ah, Messias ist gekommen. Das ist doch Sterndeutung, oder nicht? Ja, klar. Und so damals als junger Mann, da hab mich sehr dafür interessiert, begeistert gewesen davon, wie man da Menschen, das heißt durchschauen kann, aber besser verstehen kann, wenn man seine Konstellation anguckt, wie der gestrickt ist. Und genauso die Handlinien. Weil die Information, die wir quasi mitbringen bei der Geburt, die ist schon an uns gekennzeichnet. Die ist ja schon da. So, und interessant einfach, wie das auch tatsächlich auch so zutrifft. Ja, ja. Ganz interessant. Aber das ist, also jetzt für deine Arbeit, wie du es jetzt machst? Oder dein, nicht unbedingt. Gar nicht so ein Stück. Nee, aber weißt du, das ist ja so, umso mehr du weißt und mehrere Quellen hast, es erleichtert dir einiges. Das zu verstehen und einfach zu verstehen. Interessant, zum Beispiel, wenn die Klienten zu mir kommen, dann frage ich manchmal so aus Spaß, wann haben sie Geburtstag? Ich habe die ganze Konstellation im Himmel habe ich auswendig. Okay. Boah. Die momentane Transite. Okay. Die kenne ich alle auswendig. Und dann weiß ich, okay, wenn er jetzt an dem Tag Geburtstag hat, dann hat er momentan, Beispiel jetzt momentan, dann hat er Saturn-Konjunktion Sonne. Boah, da hat er jetzt mit alten Themen zu tun und so weiter und so fort. Oder Quadrat oder dies oder das oder. Und interessant, wenn ich frage, seit wann haben Sie es? Weil ich auswendig weiß, wann das stattgefunden hat, seit fünf Monaten. Sagt, ja, gut, seit fünf Monaten, klar. Okay. Weil die Zeit dazu gekommen ist, dass du dich damit jetzt beschäftigst. Und dann kommst du und kannst da noch unterstützen. Nee, für mich kann ich, ja genau. Dann weiß ich, okay, der hat ja diese Konstellation. Ich mache das nicht immer. Das ist nur so neben. Okay. Wenn man sich mit allem auskennt, dann setzt man das auch ein. Ja, klar. Ja. Cool. Ich bin aber kein klassischer Astrologe, der jetzt da sitzt und die Daten aufnimmt und jetzt mal berate ich ein Dreiviertelstunde über seine Sternkonstellation. Da gibt es andere, die machen es bestimmt besser. Aber für dich? Für mich, ja. Ja, weil es, wie gesagt, so eine alte, alte Liebe ist und ist wie Radfahren oder Fußball oder was auch immer. Wenn man das, oder Schwimmen. Wenn du es einmal gelernt hast, dann weißt du es immer. Man setzt es immer wieder mal ein und, ja, und gut ist. Ist aber das Ganze, was ich mache, ist ja das, wie ich das auch hier gemacht habe. Heilen durch Hand auflegen oder so. Das ist wahrscheinlich deine ja, das Arbeit. Ist 99,9%. Das ist das. Das ist das, wo ich mich ja auch
wo ich am effektivsten auch was bewegen kann und bei den Menschen auch ja, helfen kann, genau. Alles andere ist mehr oder weniger so ein bisschen Unterhalt. Zusatz. Ja. Ja, gut. Also gut. Das war ja jetzt ein umfassender Rundumschlag. Ja, das war's. Also vielen Dank nochmal für dieses wirklich interessante Gespräch. Hat mir sehr gefreut. Du bist ja bald wieder bei uns dann eigentlich dieses Jahr nochmal, gell? Oh, eigentlich bin ich ja bei euch alle zweimal im Jahr, zwei, dreimal, je nachdem. Hm. Zu Corona-Zeit war es ein bisschen weniger, aber schon regelmäßig. Schön. Ja. Also da freuen wir uns. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Wir uns auch, definitiv. Ja, vielen Dank nochmal. Danke dir, danke euch. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön und bis hoffentlich bald dann wieder. Bis bald wieder.